Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute geht es um parallele und orthogonale Geraden. Klar ist, was parallel ist. Orthogonal habt ihr vielleicht noch nie gehört, aber das sieht man hier, das sind einfach senkrecht, aufeinander senkrecht stehende Geraden. Wenn man das hier anschaut, da gibt es insgesamt vier Geraden, die scheinen durcheinander zu liegen, aber schaut mal genau hin, zwei davon stehen aufeinander senkrecht, jeweils zwei stehen aufeinander senkrecht. Die rote und die schwarze und die grüne und die lilane, die stehen jeweils aufeinander senkrecht. Nur, man kann das tatsächlich an der Geradengleichung erkennen und das werde ich euch jetzt zeigen, wie das geht. Also, wir brauchen dazu natürlich die Geradengleichung. Ich habe das mal hier vorgefertigt. Die schwarze hier hat die Geradengleichung. Die rote, das wissen wir auch, die ist nur um 2 verschoben, nämlich hier auf den y-Achsenabschnitt plus 2. Die lilane ist verschoben auf plus 6 und die grüne ist verschoben, man sieht es nicht ganz, auf minus 4. Und schon erkennen wir eigentlich, was es ausmacht, dass die parallel sind. Nämlich, die Steigung ist identisch. Das heißt, sobald wir gleiche Steigungen haben, können wir sofort ablesen, dass es parallel sein muss. Wir müssen theoretisch nichts mehr rechnen. Oder es gibt die Möglichkeit, dass wir eben zwei Steigungen berechnen müssen und dann vergleichen müssen, ob sie identisch sind. Zum Beispiel könnte man von der roten Geradengleichung zwei Punkte haben. Durch zwei Punkte können wir eine Steigung aufstellen. Und wenn wir das von der grünen genauso machen können, auch durch zwei Punkte eine Geradengleichung aufstellen, dann haben wir beide Steigungen, die wir vergleichen können. Sind sie gleich, sind die Geraden parallel. Sind sie nicht gleich, sind sie nicht parallel. Theoretisch macht es eben gar nichts aus. Wir müssen das t hier hinten nicht berechnen. Es reicht völlig aus, die Steigungen zu berechnen. Schauen wir es uns hier bei den senkrechten bzw. orthogonalen Geraden an. Auch hier habe ich es wieder dabei. Hier noch kurz die Zusammenfassung von der linken Seite. Sind die Steigungen gleich, dann sind auch die Geraden parallel. Also hier g1 parallel zu g2. Man hätte es weiter fortführen können, parallel zu g3, parallel zu g4 und so weiter. Hier die rote und die schwarze, also schwarz und rot. Hier ist minus 1/3 die Steigung und hier ist 3 die Steigung. Schauen wir es uns beim zweiten an. 2 und minus 1/2. Man kann drauf kommen, wenn man genau hinschaut. Man muss hier eine Multiplikation machen. Wenn man nämlich beide Steigungen miteinander multipliziert, dann muss minus 1 rauskommen. Also minus 1/3 mal 3 gibt minus 1. 2 mal minus 1/2 gibt auch minus 1 und das ist genau die Eigenschaft von orthogonalen Geraden. Sind die beiden Steigungen miteinander multipliziert minus 1 oder ergibt das Ergebnis minus 1, dann spricht man von orthogonalen, also senkrechten Geraden. Was haben wir jetzt also heute gelernt? Wir wissen, wenn die Steigungen gleich sind, dann spricht man von parallelen Geraden. Wenn das Produkt, also die Multiplikationsaufgabe von zwei Steigungen minus 1 ergibt, dann spricht man von senkrechten Geraden. Wie kommt man jetzt zum Beispiel drauf, wenn die eine Steigung 3 ist, wie lautet dann die dazu senkrechte Steigung? Das ist ganz einfach, man muss einfach den Kehrwert bilden. 3 ist doch wie 3/1 und wenn ich daraus 1/3 mache, muss doch 3/1 mal 1/3 1 ergeben. Also nochmal, 3 ist die Steigung, dann muss die dazu senkrechte Steigung minus 1/3 sein. Einfach nochmal kurz Pause drücken und zurückspulen, wenn wir das jetzt nicht verstanden haben, aber so kann man das Ganze aufstellen. Also, jetzt wissen wir es. Steigung, an der Steigung erkennt man, ob es parallel oder senkrecht ist.